Hallo zurück im Küchengarten. Heute begrüße ich euch aus meinem Heidelbeerbeet. Das betreibe ich schon seit einigen Jahren. Immer auf ein bisschen eine andere Weise, denn ich musste mich zuerst einmal damit zurechtfinden, wie ich den größtmöglichen Ertrag hier herausbringe. Heidelbeeren sind ja das Superfood schlechthin mit ihren Vitaminen, riesiger Vitamin-C-Gehalt, Mineralstoffen, Antioxidantien. Also man kann sich gar nichts Besseres in den Garten holen und sie schmecken außerdem noch großartig. Sie blühen auch noch sehr früh im Jahr und ich sehe hier wahnsinnig viele Hummeln, die anscheinend den Nektar der Heidelbeerblüten sehr zu schätzen wissen. Ich kann jedem von euch empfehlen, der den Platz dafür hat und Beeren liebt, holt euch Heidelbeeren in euren Garten. Es gibt ein paar Sachen zu beachten, aber wenn man das von Anfang an weiß, dann wird es euch gar nicht schwer fallen, von Anfang an eine gute Ernte einzubringen. Und dafür bin ich heute da. Ich erzähle euch, wie ich es geschafft habe, dass die Heidelbeeren bei mir so richtig gut wachsen. Tipp Nummer 1 ist wirklich grundlegend und ich musste den sehr schmerzhaft selbst erfahren. Und zwar geht es dabei um die Pflanzung. Mir war schon damals, also das ist jetzt sicher 10 Jahre her, ja, mir war schon damals natürlich bewusst, dass Heidelbeeren Moorbeetpflanzen sind. Das heißt, sie brauchen einen niedrigen pH-Wert im Boden, niedriger als hier in unseren Hausgärten der pH-Wert normalerweise ist. Und damals wurde, ich glaube, das ist auch jetzt noch so, ziemlich propagiert, dass man einfach eine große Grube aushebt, den normalen Gartenboden woanders wieder einsetzt und diese Grube mit saurer Erde füllt, die man sich eben im Baumarkt in Säcken kauft. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe wirklich eine schöne Grube pro Heidelbeerstrauch ausgehoben und mindestens einen 60-Liter-Sack dafür verwendet, manchmal sogar 2, und die Heidelbeere dann da hineingepflanzt. Das ging in der ersten Saison auch richtig gut, aber danach hat doch immer mehr Kalk durch das umliegende Gelände, ist das eingeschwemmt zu den Wurzeln hin. Es sind Beikräuter rundherum gewachsen und das alles hat dazu beigetragen, dass die Heidelbeeren ziemlich vor sich hin vegetiert sind. Es sind mir ein paar Stöcke eingegangen und mein Ertrag war eigentlich gleich null. Zuerst habe ich gar nicht so genau gewusst, woran das liegt, weil ich gedacht habe, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe mir neue Heidelbeerstöcke gekauft. Ich habe gedacht, es liegt vielleicht an der Sorte und habe die aber auch wieder in diese Löcher gesetzt. Und nachdem das alles nichts geklappt hat, ein paar Jahre lang, bin ich dazu übergegangen, dass ich all meine Heidelbeersträucher in Töpfe setze. Und seitdem habe ich dieses Problem überhaupt nicht mehr. Also ich würde euch wirklich empfehlen, setzt eure Heidelbeersträucher in Töpfe. Bei der Auswahl der Töpfe solltet ihr darauf achten, dass sie nicht zu tief sind, sondern eher breit, also einen großen Durchmesser haben, denn Heidelbeeren sind Flachwurzler. Das heißt, sie würden nie in die tiefen Schichten eines Topfes kommen. Das wäre verlorene Liebesmühe und würde dann auch zu Wurzelfäule führen, weil da unten einfach die Feuchtigkeit nie aufgebraucht wird. Und stärker und größer wachsen sie, wenn sie in die Breite Platz haben, sich auszubreiten. Wie ich schon angesprochen habe, bei der Erde brauchen sie einen sauren pH-Wert. Das heißt, man kauft sich einfach eine Rhododendron-Erde. Hier steht sogar drauf, dass sie auch für Blaubeeren verwendbar ist. Und damit hat man eigentlich eine Anfangsdüngung auch schon drinnen. Wenn wir gerade natürlich von der Erde sprechen, von der Pflanzerde mit dem niedrigen pH-Wert, dann kommt gleich mein zweiter großer Tipp, das Gießen. Wenn möglich, unbedingt mit Regenwasser und nicht mit Leitungswasser. Denn das Regenwasser hat einen niedrigen pH-Wert von ca. 5,5 bis 6 und unser Leitungswasser geht doch meistens in die Höhe 6,5 bis 7. Und damit heben wir dann ja eigentlich den pH-Wert der Erde, wenn wir mit Leitungswasser gießen, über die Zeit immer weiter an. Das Gießen ist deswegen so ein großes Thema, da unsere Kulturheidelbeeren wie ihre Vettern, die Naturheidelbeeren, gerne feucht stehen. Aber die Kulturheidelbeeren aufgrund der oft großen Früchte wollen auch einen sehr sonnigen Standort. Seht ihr schon, worauf ich hinaus will?
sonniger Standort, aber feuchter Boden, das ist so ein bisschen kontrovers. Das heißt, ihr werdet ums Zugießen in der Hochsaison und vor allem, wenn ihr Früchte wollt, nicht herumkommen. Und deswegen ist es wichtig, dass man Regenwasser im Garten sammelt. Und dann habt ihr es mit den Heidelbeeren noch ganz einfach. Jetzt habe ich den nächsten Punkt schon etwas vorweggenommen. Ich spreche ihn trotzdem noch mal an. Der Standort, wie gesagt, sie wollen sonnig stehen. Sie brauchen die Sonne, um Früchte ausbilden zu können. Bei mir stehen sie hier südseitig, also das sind hier meine Heidelbeeren und Süden ist dort unter einer großen Tanne. Aber das macht ja nichts, weil die Südseite, also die Sonne kommt eh von hier. Diesen Platz habe ich auch so positiv gefunden für die Heidelbeeren, weil die Tanne über das gesamte Jahr hin Nadeln verliert. Und das Tolle an diesen Nadeln ist, wenn sie verrotten, machen sie den Boden sauer. Sie verrotten sauer. Und wenn sie natürlich auf meine Heidelbeeren drauffallen, mulcht das einerseits noch die Deckschicht ab, sie trocknen nicht so stark aus und diese Nadeln im Verrottungsprozess fügen auch wieder saures Pflanzmaterial, saures Humusmaterial hinzu. Und um das Ganze auch noch etwas intensiver zu machen, kehre ich überall, wo die Nadeln runterfallen, und das sind wirklich viele, weil der Baum ist riesengroß, diese Nadeln immer wieder zusammen und mulche damit extra meine Heidelbeeren ab. Falls ihr keinen Nadelbaum im Garten habt, dann schaut euch einfach mal in der Gegend um, bei den Nachbarn oder wenn ihr spazieren geht. Dort kann man wunderbar die Nadeln, man geht einfach mit einem großen Sack drauf los oder mit einem Kübel und holt sich die Nadeln irgendwo in der Nachbarschaft. Das ist kostenlos und eine wunderbare Verwertung von Rohstoffen. Der nächste Punkt ist das Düngen. Da müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr einen Dünger nehmt, der auch für solche Pflanzen, die einen sauren Boden brauchen, geeignet ist. Ich nehme immer einen Spezialdünger, einen Bärendünger. Da steht eben drauf, dass der für Pflanzen mit speziellen Bodenansprüchen wie Beeren- und Moorbeetpflanzen gedacht ist. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Davon arbeite ich dann immer rechtzeitig im Frühjahr, also meistens schon im Februar, etwas in die obere Schicht ein, weil das ist ja ein Langzeitdünger, der braucht auch eine Zeit lang, bis er für die Beeren verfügbar ist, für die Sträucher. Und da ich die Beeren im Topf habe und im Topf ist die Erde ziemlich schnell erschöpft, dünge ich auch über den Sommer, über den Frühlingssommer immer wieder zu, denn ohne Dünger, ohne Nährstoffe kann man nichts ernten. Und das mache ich dann mit einem geeigneten Flüssigdünger. Ein weiterer guter Tipp, um euren Ertrag zu steigern, ist, dass ihr verschiedene Beeren im Garten anpflanzt. Man kann, also diese modernen Heidelbeersträucher sind größtenteils selbstbefruchtend, aber durch das nah beieinander stehen von verschiedenen Sorten, wird einfach die Befruchtungschance um einiges erhöht. Also ich habe das hier bei mir im Garten, ich glaube, ich habe 5 oder 6 verschiedene Sorten. Und worauf ich auch noch geachtet habe, ist, dass ich Sorten mit unterschiedlicher Reifezeit habe. Das heißt, frühe, mittelfrühe und späte. Und so habe ich über die ganze Saison immer wieder Heidelbeeren zu ernten. Hier habe ich mir gerade eine neue Sorte bestellt. Die ist ganz neu und zwar heißt die Hello Again. Und an der hat mir besonders gut gefallen, dass man nicht nur einmal erntet von Juli bis August, sondern dass diese Pflanze, diese Sorte gleich zweimal fruchtet. Und wie ihr seht, habe ich hier ein schönes altes Fass. Das habe ich früher als Regenfass hinten in New Bedland gehabt. Aber es ist mit der Zeit einfach wahnsinnig undicht geworden. Klar, Holz lebt, das verrottet. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, es als Pflanztopf zu halbieren. Das klappt immer wunderbar. Unten in den Boden Löcher hinein. Und hier habe ich es dann auf Steinen stehen, damit von unten nicht so schnell der Boden durchrotten kann. Hier werde ich sogar 2, das ist nämlich richtig groß, das war ein großes Fass. Also ich werde hier 2 Heidelbeersträucher hineinsetzen. Das lässt der Platz wunderbar zu. In diesem Jahr hatte ich ein paar Erdbeerpflänzchen übrig und da habe ich
mal den Versuch gestartet, sie hier in die größeren Töpfe mit dazu zu pflanzen, weil diese Kulturheidelbeeren hier eher in die Höhe wachsen und unten der Boden des Topfes, hier des Fasses, eher frei bleibt. Mal schauen, wie das funktioniert. Das war's von mir und meinen Tipps zu den Heidelbeeren. Absolute Empfehlung, versucht euch daran. Sie schauen auch wunderbar auf einer Terrasse oder auf dem Balkon aus. Und es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir schreiben könntet, falls ihr schon Heidelbeeren habt, mit welchen Sorten ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Denn ich möchte über die nächsten Jahre noch mehr Heidelbeeren in meinen Garten pflanzen. Danke fürs Zuschauen, viel Erfolg mit euren Heidelbeeren und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!